Deutsche mit dem Fox Terrier. Das sind die vier der Altersstufe 1. Wir werden dort Plätze theoretisch 1 bis 5 haben. Ist in dem Fall nicht ganz so, weil wenn wir nur 4 sind, funktioniert es natürlich nicht mit den Plätzen 1 bis 5. Und von der Seite her werden wir gleich alle hier platzieren. Hoffentlich. Und des Weiteren darf ich die Altersstufe 2 in den Vorbereitungsring bitten. Das sind dann die etwas größeren. Und ich glaube auch die Fahrklasse darf sich schon ihre Nümmerchen abholen. Gleich mal, was passiert jetzt? Frau Wächter holt sich jeden Einzelnen zu sich und sagt zum Beispiel, was für eine Figur gelaufen werden muss. Oder sagt, ob sie den Hund gerne, ob sie ihn anfassen möchte. Wichtig ist für den Junior hinterher ist, den Hund immer so zu präsentieren, dass zum Beispiel der Richter immer den Hund sehen kann. Das sehen wir gerade, das heißt, die wechselnde Seite. Weil ein Richter will natürlich einen Hund sehen und nicht die Beine des Vorführers. Auch wenn die hübsch sein könnte, dann wäre der Erwachsenenklasse. Ja, wäre ein Kinderbein, kein jugendliches Bein, sorry. So. Wichtig also hier ist nicht jetzt unbedingt, ob der Hund genau das Format, das beste Haken, der beste Hund, die besten Zähne, das beste Gammel hat, sondern wie wird er präsentiert. Natürlich ein Hund, der ein sehr schöner Hund, der präsentiert wird, wirkt natürlich auch, insofern werden unsere Jugendhändler jetzt auch natürlich versuchen, immer ihren schönsten Hund mit zu präsentieren und dann auch hier auch mit dem Hund einen zu hinterlassen. Thank you.